Erstdurchforstung in einem naturverjüngten Fichtenbestand im Raum Leutkirch im Allgäu. Obwohl die TTW Waldpflege hier die Aushaltung eines zusätzlichen Energieholzsortiments vom Typ ISE erprobt, liegt eine ansehnliche Reisigmatte auf der Rückegasse. Aus forsttechnischer Sicht ist das eine Herausforderung, weiß Alexander Eberhardinger, Projektleiter für Biomasse bei TTW. In naturverjüngten Fichtenbeständen stoßen klassische Harvester oftmals an ihre Grenzen. Zwei Gründe stehen dafür: zum einen die geringen Stückmassen des ausscheidenden Bestandes, zum anderen die hohe Bestandesdichte. Mit der Kombination aus Lockman Harvester und einem Aggregat von Keto gelingt der schwierige Eingriff. Der Vollerntekopf verfügt wie klassische Energieholzaggregate über eine Sammelfunktion. Er kann mit seinen Vorschubbändern aber auch vermessen und entasten. Die Positionierung am Z-Baumbedränger gelingt dank der kompakten Bauweise. Vorteil dieses Aggregats mit Sammelfunktion ist der, dass wir Sortimente aushalten können, entasten können und damit Material sowohl auf die Gasse bringen können, als auch Nährstoffe im Bestand belassen. Nicht die Kostenoptimierung beim Ernteeinsatz, sondern die Erzeugung differenzierter Sortimente für potente Abnehmer bestimmt den Denkansatz von Eberhardinger. 4 Meter langes ISE-Holz für Heizkraftwerke, 2 Meter langes Industrieholz für die Papierherstellung, einzelne Sägeholzabschnitte, aber auch Kronenholz. Der Bauchladen der TTW ist gefüllt. Jetzt hofft man auf gute Preise.